Meine Mitarbeiter scheinen auch zufrieden zu sein jetzt gerade, ne? Gucken wir da mal. Alle. Gut, er ist jetzt gerade nicht wirklich zufrieden. Wieso ist er nicht zufrieden? Ist er mit seinem Geld nicht zufrieden? Mein Gehalt ist nicht gerade großartig. Ich wünschte, ich würde mich etwas besser bezahlen. Ja, okay. 120. Mein Job ist ziemlich durch. Ich kann nicht klagen. Mir geht es ziemlich gut. Ich könnte mehr Geld gebrauchen. Okay, also auch mal ein bisschen höher hochsetzen. Eigentlich bin ich mit meinem Job. Ich wünschte, die würden mir etwas besser bezahlen. Ah, ja, 150. Ich schätze, alles ist mehr oder weniger okay. Komm, ja, 150. Mein Gehalt ist fair. Ich kann nicht klagen, mir geht es ziemlich gut. Sonst sind sie alle soweit zufrieden. Ich bin mein Gehalt zufrieden. Okay, jetzt ist er zufrieden damit. Dieser Job ist ein Witz, aber lustig ist er nicht. Ja, was soll ich dagegen machen, Kollege? Du bist Hausarbeiter hier. Aber wir können jetzt gleich ein weiteres Fahrgeschäft irgendwie bauen. Irgendwohin Fahrgeschäft. Ich glaube, dann machen wir hier ein bisschen frei und setzen mal hier einen hin. Mehr Fahrauswahl, dann nehmen wir das Ganze mal einmal weg. So, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz hier. Dann bauen wir schon mal den Weg hier hin, der uns hier vorgegeben wird. So, da. Das ist breiter, das ist schmaler. Perfekt. So, Fahrgeschäfte. Was brauchen wir denn? Ah ne, die ist zu teuer, ne? 2440 brauchen wir. Okay. Wenn wir 2440 haben, dann bauen wir das Ding hin. Oder soll ich das hier hin gleich bauen? Weil hier sind ganze Fahrgeschäfte eigentlich. Da hätte ich ganz gerne so ein bisschen. Würde eigentlich nicht verkehrt sein, wenn ich das. Wow. Oh, wir. 1124 haben wir mal Profit. Oh, was? Machen mittlerweile richtig gut Profit oder was? Was sagen die Finanzen denn? Fahrgeschäft. Wo sehe ich eigentlich den Monat, der gerade läuft? Ach da, März. Ach hier, März, da. Das ist unser aktueller Monat. Das ist der vorherige Monat, Oktober. Oktober, September, Oktober, März? What? Komisch, 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 komisch. Aber wir stellen mal hier kurz was anpassen. Betrieb nicht die Hälfte besetzt, sondern warten bis das voll besetzt ist. Mindestens Wartezeit, maximale Wartezeit. Um die zu erreichen, kann gestern im Monat wird überschrieben, dass das Fahrgeschäft voll besetzt ist. Weißt du, das Ding ist genau das gleiche wie hier. Und warum stellen die sich nicht hier an? Es ist hirnrissig irgendwie gerade. Aber ich muss noch mal bei den Finanzen reingucken. Gewinn ist geht's im Minus. Hier hat man einen dicken Gewinn durch die Fahrgeschäfte. Aber wieso haben wir jetzt durch die Fahrgeschäfte weniger Gewinn? $9, so, $9, $9. Bisschen erhöhen. Wenn wir wenigstens die Achterbahn dahin voll kriegen würden, dann könnten wir da dick Geld verdanken. Was sagt eigentlich, das Darlehen? 5.000. Müssen wir noch zurückzahlen. Monatlicher Profit minus 1054. Wir rutschen wieder ins Minus. Scheiße. Plus. Auch ein Plus. Ich bin gerade echt überlegen, ob ich nicht doch lieber einen Kredit aufnehmen soll.
Mehr Fahrgeschäfte, mehr Einnahmen. Da bin ich gerade echt am Überlegen. Weil das wäre, glaube ich, sinnvoll. Hier, die Monate haben wir gut hingekriegt. Jetzt rutschen wir aber wieder ins Minus. Darf ich nicht. Darf ich nicht, scheiße. Wieso darf ich das nicht? Weil das schon läuft oder was? Weil ich schon. Mann. So, dann Indiana Jones. Ja, weil jetzt Wartezeit zu lange ist bei denen. Oh, scheiße. Maximale Wartezeit 80 Sekunden. Und hier halb besetzt. So. 30 Sekunden maximale Wartezeit. Und hier maximale Wartezeit 60 Sekunden. So. Das ist jetzt übernommen. Ich hoffe es. Aber dagegen kann ich nichts machen. Wenn das Ding voll ist, ist es voll. Dagegen kann ich ja nichts machen. Oh. So lange warte ich nicht auf Psycola. 35%. Ich stehe jetzt schon ewig bei. Oh. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Jetzt. Ich krieg da gerade nicht in den grünen Bereich hier wirklich, ne? Das ist wegen diesem scheiß Darlehen auch ist es. Das sind $500 pro Monat. Weil wenn ich nämlich hier durchgucke, gut, das. Gut, jetzt rutschen wir wieder so langsam ins Plus. Ah, ja, ist ein bisschen schwierig gerade. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Aber die sinken, die Prozente. Die Prozente sinken hier. Schleudertrauma ist so lange warte ich. Schleudertrauma ist so teuer. So lange warte ich nicht. Ist wirklich preiswert. Denken 12%. Preiswert? Oh, so, $10. Ich bin assi gerade, aber ich muss die Finanzen hochkriegen. Es ist unmöglich. Die Warteschlange ist wirklich preiswert. Okay. Preiswert ist was anderes. Mal ein bisschen jetzt die Preise nach oben treiben. Verlange ich eigentlich für einen Eintritt was? Also durch einen Eintritt könnte ich glaube ich nur. Ich muss mal gucken. Kann ich irgendwo den Eintritt denn verlangen? Kann ich irgendein Marketing? Marketing. Okay, ich könnte hier so Gäste anloggen, okay. Übersicht. Ticketpreise, da. Standard, sagen wir mal, $1.50. Familienrabatt. Sagen wir 3. Boah, ich denke mal, sollte fair sein, ne? So, jetzt nehmen wir nämlich noch ein bisschen mehr Geld ein. Ich kann ja mal gucken. Gäste da. Zufriedenheit ist eher gering. Gäste, Schleudertrauma ist ja so teuer. Was? Schleudertrauma soll teuer sein? Oh shit. Muss ich. Ah. Schleudertrauma. Da, ah, teuer. Scheiße. So, runtergesetzt. So lange warte ich nicht. So lange warte ich nicht. Kein Souvenirläden gibt. Voll, ich habe Durst. Okay. Ja, das Problem ist an Warteschlangen, aber. Meine Angestellten scheinen ja sehr zufrieden zu sein mit meinem. Mit dem Gehalt jetzt.
Profit machen wir. Zwar wenig, machen aber Profit. Ich denke mal, sobald wir nämlich dann da Darlehen endlich mal zurückgezahlt haben, läuft es endlich wesentlich besser. Ich hoffe es wirklich zumindest sehr. Weil Profit machen wir auf jeden Fall. Das sieht man wunderbar hier. Weil da hätte man nämlich hier einen Profit von $500 mehr im Monat. Das würde uns ungemein helfen, weil ja, wir zahlen ja jetzt Geld ohne Ende zurück, ne? Also $500 pro Monat, $437 zahlen wir monatlich zurück. Sehen wir hier. Ah ne, da Darlehen kommen ja auch noch hinzu. Das sind $500, die wir dann weniger zurückzahlen müssen, die wir dann mehr im Monat haben. Weil ich denke mal, sobald ich das Darlehen hier vollständig oder zumindest das Geld zusammen habe, um das Darlehen zurückzuzahlen, mache ich das auch instant, sofort. Es schwankt hin und her. Eieieiei. Aber es ist nichts gerade Schlimmes. Es ist alles okay. Technische Probleme, ja, okay, die werden ja behoben. Die werden ja automatisch anscheinend behoben. Ui. Kann ich eigentlich Wartung? Nein. Ritt der Walküren nennt es hier. Aber das lasse ich drin, weil ich ja ganz geil finde. Ich würde gerne auch Animateure anstellen, aber es geht leider nicht. Minus $41 minus gemacht. Nein! What? Wodurch? What? Durch Läden und Servicegebäude haben wir weniger Geld eingenommen. Okay. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das ist auch eine geile Musik. Ich finde das geil, dass sie das so was eingebaut haben. Finde ich schon irgendwie geil. Hat schon was. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich wirklich machen soll. Weil wir haben keine Kohle. Wir halten zwar uns irgendwie über Wasser, aber ja. Oh, dieses scheiß Darlehen, das regt mich so auf, ne? Dieses fucking Darlehen. Ich würde es gerne auch höher setzen, es geht aber nicht. Damit machen wir aber keinen Verdienst. Es geht irgendwie nicht. Wir könnten da vielleicht versuchen, um $100 anzuheben. Darlehen. Machen wir $70 erstmal. Darlehen zurückzahlen pro Monat mehr. In der Hoffnung, dass es irgendwie klappt. Und durch den Inkopi-Coaster, die wir oben nicht schnell angezeigt kriegen. Ah, das nervt auch. Das nervt auch. Verkaufte Parktickets. Oh, da kriegen wir aber echt Geld rein, ne? Das ist schon eine stolze Summe. 303. Hätte ich das nicht angesetzt, dann hätten wir wahrscheinlich weniger Geld hier gemacht. Deutlich weniger Geld. Ja. Ach du Scheiße, was meckert der denn? Mein Geil, ist wäre ich bekommen. Ich sollte wirklich. Warum willst du kündigen? Nenn mir den Grund. Dann soll er sich auch verpissen, dann stelle ich einen. Ja, kündige doch, ist mir doch egal. Dann stelle ich einen neuen ein. Und? Der kriegt auch seinen $120. Mache ich keinen Verlust. Deswegen. Ist mir das egal. Ich muss wie ein Geschäftsmann hier denken. Oh. Habe ich einen ganzen Geldplatz hier? Habe ich so einen dicken Verdienst letzten Monat gemacht? $352, yo. Oh, wo kommt das denn alles her plötzlich? Ja, wir haben hier ein bisschen mehr eingenommen. Durchs Läden und Servicegebäude haben wir gut Geld eingenommen. Finde ich nice. Aber jetzt lassen wir einfach mal so laufen. Gut, jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen Minus machen. Wegen den etwas höheren Darlehen, das wir da zahlen.
Eieiei. Aber Darlehen sollte, glaube ich, auch jetzt in Zukunft ein bisschen schneller zurückgezahlt worden sein, ne? $3.000 haben wir noch vor uns von 10.000. Eieiei. Ich hänge jetzt schon hier im Park seit über einer Stunde drin, ne? Ich komme nicht vorwärts. Es nervt gerade, es nervt wirklich. Es nervt. Ich kann nichts bauen, ich habe kein Geld, es geht nichts. Nur weil das Personal so teuer ist, ey. Weil die Personalkosten sind für die scheiß Buden hier so hoch. Na, das... Ich müsste eigentlich die Preise hierfür hochsetzen. Für alle legen gleich. $5.30. So. Müsste jetzt eigentlich auch schief. Nee, das sind. Ja. 30 für alle Läden. Alles gleich. Ach, dann ist schon okay so. Dann setzen wir hier auch nämlich Preise ein bisschen hoch. Ach, ist auch schon okay. Wir müssen ja ein bisschen Geld mehr verlangen. Ist auch schon. Ups. Aber hier. Ja, so kriegen wir ein bisschen mehr Geld rein. Minus $294. $49. Ah, super. Wieso waren jetzt schon wieder die Personalkosten höher? Wo waren die Personalkosten höher? Lohnkosten gleich. Ach so, ja, genau. Wir machen ja mehr monatliche Zurückzahlungen. Darlehenszurückzahlung, ja. Okay. Aber wir haben durch Fahrgeschäfte haben wir weniger Geld eingenommen. Wo? Na, Fahrgeschäfttickets haben wir weniger eingenommen. Jetzt sind wir nämlich auch wieder hier im Plus. Das sieht gut aus. Das sieht jetzt gerade besser aus. Ich krieg das noch irgendwie hin. Ich guck kurz auch bei mir auf die Uhr. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich kann noch ein bisschen aufnehmen. Mann. Das ist geil, was ich gerade die ganze Zeit hier eigentlich aufmache, gerade im Spiel, nix. Es ist nix. Ich gucke den Park zu, wie er läuft. Irgendwie zumindest läuft. Ich weiß nicht wie, es läuft irgendwie. Und ich kann nichts bauen, weil die Kohle nicht vorhanden ist. Ich blepper hier einfach gerade nur stupide herum. Das ist total faszinierend gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den Pack gerade hier am Laufen halte. Ich mache gerade 4 Minus. Wo sind die? Scheiß Darlehen muss zurückgezahlt werden. Deshalb warte ich hau. Auch wenn ich ein dickes Minus anfangs mache, ist es mir egal. $1.000. Oh. Entweder gehe ich bankrott oder nicht. Entweder geht's gut oder es geht nach hinten. Es geht schwer nach hinten los. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden zwar jetzt erstmal dick ins Minus rutschen, aber in der Hoffnung, dass ich dadurch wesentlich schneller den Kredit zurückgezahlt kriege. Es sind dann nur noch 2 Monate und dann ist das Ding durch. Ja, man sieht, wir rutschen gerade auch nämlich richtig dick ins Minus.